Naja, dann wollen wir es mal versuchen? Vorher speichern wir nochmal in Ostatz. Jetzt gucken wir, ob wir dem Drachen auf die Fresse hauen können. Ich glaube nicht, aber... Na gut, die waren jetzt nicht so stark. Na komm. Das ging ja schnell, weil wir krass sind. Weil wir der Dani Aminati von Cat Quest sind. Das wären dann alle. Zeit, deine Schwester zu befreien. Dunkelhorn. Level 50. Jawollikowski. Tod. Wenn du deine Schwester wieder haben willst, komm und finde mich, wo alles begann. Drakos, ist das nicht etwas zu faul von dir, einfach durch Gedanken mit uns zu sprechen? Also wirklich, lass uns gehen. Flop, 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 flop. Da gehen wir noch rein in die Zeta-Ruinen. Okay, auch hier war ich schon. Das schadet wirklich nur noch unsere Rüstung. Das ist ja cool. Alles wertlos. Ihr seid wertlos. Ihr Bestien. Da können wir durchgehen ohne Probleme. Level 51. Achso, wir können ja nichts machen. Wir können nicht schlagen. Okay, so, jetzt muss hier irgendwo diese Kiste sein. Achso, geh mal runter. Mitten im Nichts steht eine Kiste. Mit dem Drachenstab? Mit der roten Stute. Oh. Sie ist die rote Stute. Okay. Können wir jetzt schon Drakos besiegen? Das wäre ein bisschen Quatsch, ne? Also ein bisschen komisch wäre es. Wir speichern mal und dann gucken wir, ob das schon geht. So. Dann, du blödes Vieh. Jetzt gibt's aufs Maul. Das wäre ja schnell gegangen jetzt. Dann bräuchte ich schon wieder ein neues Spiel. Hm, das scheint eine Falle zu sein. Ich habe ein echt schlechtes Gefühl dabei. Schon gut. Wisst ihr noch, wie schwach ihr wart? Nun seid ihr beide so mächtig. Nur dank dir, du Miststück. Jetzt ist die Zeit endlich gekommen. Deine Schwester wartet in der gefrorenen Tatze auf dich. Es kann nicht schaden, vor dem Kampf noch etwas stärker zu werden, nicht? Komm schon, ich kenne den passenden Ort. Okay. Nehmen wir mit den passenden Ort. Reinhauen. Wo ist denn der? Flop, 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 flop. Dies ist eine Drachengruft. Räumen wir sie erstmal. Die ist Level 45, also schon beabsichtigt so. Ach, guck mal. Minus 44? Wieso mache ich denn weniger Schaden? Das erschließt sich mir nicht, wenn ich mehr Schadenspunkte mache. Hallo, Kiste. Was ist da drin? Komm, was Geiles. Geheimnisvoller Hut, der irgendwie Quatsch macht. Zum Thema was Geiles. Kaputt gemacht. Alle kaputt gemacht. Alle kaputt gemacht.
Hey, Großpfoto, komm schon raus. Hohoho, ho, ho, du hast den Test bestanden. Ich bin draußen. Oh. Was? 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 Spirit, dein Freund ist ein ganz mächtiger, ein Drachenblut, nicht? Oder so eine Höhle? Ja, Großpfote, wir müssen wissen, wie wir ihn noch stärker machen können. Ja. Zuerst müsst ihr mehr über die alten Meister erfahren. Folgt mir. Oh, das ist doch noch lange nicht vorbei. Flop, flop, flop. Dies, meine Kittikätzchen, ist ein alter Meister. Jetzt willst du mich wohl reinlegen. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so aussehen wie Menschen. Die Drachenblüter und die alten Meister haben eng zusammengelebt. Es gibt eine Ruine in der Nähe. Trefft mich dort, wenn ihr bereit seid. Level 52. Cool. So, wo ist denn die Ruine in der Nähe? Ach so, da. Okay, aber diese Ruine machen wir erst in der nächsten Aufnahmesession. Ich speichere jetzt hier und das machen wir alles beim nächsten Mal. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, als wir Kisten gelootet haben. Loot Crates, sogenannte, wie bekloppt heute mit goldenen Schlüsseln, für die wir dann kein Geld bezahlen mussten. Geil! Ja, dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal bei Cat Quest und dann machen wir irgendwann Drakoth platt. Ciao. Hallo und willkommen zurück bei Cat Quest. Ja, wir haben Spirits Großvater wiederbelebt. Wir haben jetzt hier einen geilen Katzenkopf als Shadow-Ding. Oh, wir sind noch ein Goldpunkt von... Oh, von 5000 entfernt. Da könnten wir uns theoretisch wieder was Geiles holen bei KitKat. Kit in the Box. Drachenruhe ist noch eine Kiste drin. Wollen wir zuerst die Kiste machen, bevor wir hier zur Insel der alten Meister gehen? Level 45? Könnten wir eigentlich mal probieren. Wo ist denn die Kiste hier noch? Dann aber hier die Kiste. Na komm. Gucken wir mal schnell hier. Ich will mal kurz draußen, wo die Kiste ist. Hey, nein! Nein! Verdammte Axt! So, jetzt haben wir die geräumt. Aber wo ist jetzt die Kiste? Nur mal kurz hier abgehen. Ah, das tut mir jetzt leid, dass wir jetzt hier ein bisschen rumlaufen müssen. Aber da unten war doch noch eine Kiste. Ich hab's ja gesehen, hier war doch noch eine Insel. Ah! Habe ich richtig gesehen? Ah, gut, dass wir das gemacht haben. Mal sehen, was hier drin ist. Was ist denn das Geiles? Der Champion-Helm. Alter, der ist ja geil. Der ist natürlich... Also der Schädelhelm hat natürlich viel Mana, ne? Aber der Champion-Helm mit Schaden noch zusätzlich. Da müssen wir mal das Upgrade finden später. Da wird es ja nicht bloß eine Version von geben, von dem Champion-Helm. Gut, das hätten wir auch beim letzten Mal schon haben können. Ich hab's bloß nicht gerafft, ich Trottel. Genau, und jetzt gehen wir zur Insel der alten Meister und machen mit der Main-Story. Achso. Die Antworten, die ihr sucht, erscheinen, sobald alle Monster im Innern besiegt sind. Ja, Spirits Großvater hat heute eine andere Stimme. Ich kann widersprechen. Okay, dann gucken wir mal. Okay, dann gucken wir mal da rein. Level 45, die Ruinen der alten Meister. Hallo, hallo. Boing, klug, klug. Du alter Saftsack, du. Jetzt machen wir die Insel zum wievielten Mal? Gefühlt zum vierten Mal? Ist egal. Hallo.
Ich muss mal hier ein bisschen aufpassen mit meinem Mana. Hallo. What? Jetzt müssen wir mal kurz, jetzt können wir uns ja hier mal kurz die Fähigkeit ändern auf Heilung. Auf R1. Jetzt kloppen wir kurz das Ding. So, und jetzt. Oh. Kakomat. Das heilt aber jetzt nicht viel, ne? Also. So, jetzt haben wir genug Hitpoints, jetzt können wir das wieder auf... Was hatten wir denn? Schnurserker. Jetzt können wir das wieder auf Schnurserker. Schnurserker. Alter, das ist so geil, wie die konsequent dieses Setting hier umgesetzt haben. Auf Katzenköpfe. Luschi. Wie viele Hitpoints haben wir denn? L1. 847. Grundlegend genug. Trink mal kurz einen Schluck. Oh, gleich. Gleich sind wir Level 53. Gleich sind wir Level 53. Hallo. Alter. Jetzt sind wir Level 53. Und haben wieder mehr Hitpoints, mehr Schaden, mehr Mana. Geil. 10? Wieso denn bitte 10? Hallo? Hm, es passiert nichts. Lass uns wieder nach draußen gehen. Okay, dann gehen wir nach draußen. Hier, das kann man ja nicht. Rauszoomen wäre mal geil. Oh, wir sind eine Riesenkatze. Wir sind eine Riesenkatze. Miau. Hey, ich habe wieder dieses komische Gefühl. Mount. Weiße Ebene. Drachenblut entdeckt. Spielzugang 3345. Der Drachenkrieg ist vorüber. Doch das Problem mit Aelios bleibt bestehen. In der Tat, die Drachenblüter sind zu mächtig geworden. Und Aelius, er scheint sich zu weigern, seine Schöpfungen wegzuschließen. Aelius, dieser Verräter, ich weiß, was er vorhat. Er plant, den Thron für sich zu gewinnen, mit Hilfe seiner Drachenblüter, dieser Hundesohn. Dann sind wir uns darüber einig. Die Nulldimension öffnen. Die Nulldimension? Dieser Aelius, er war ein alter Meister, da bin ich mir sicher. Ich bin mir über gar nichts mehr sicher. Er schuf also die Drachenblüter? Ja, who knows, ne? Who knows? Hoho, das scheint alles verwirrend zu sein. Doch, das wird alles bald enthüllt werden. Auf zum nächsten. Hoho. Okay. Und wir fliegen. Wie viel Kohle haben wir denn? 5215. Da bin ich am überlegen. Hä, was habe ich denn jetzt hier für eine Quest? Die hatte ich schon alle gemacht. Ich dachte, ich hätte die alle gemacht. Ne, wir machen erstmal das jetzt hier weiter. Wir haben Großvater, Großvater. Hallo, Mann. Gehen wir hier rein kurz. Ich will für 5000 Kiste kaufen. Klar. Klar. Das Wingardium. Falls wir mal ein mega krasser Magier werden wollen. Das Problem ist, Mana lädt sich nicht auf, ohne dass ich zuschlage. Der tiefe Wald. Flop, 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 flop.
finde das so witzig, dass sie geformt sind wie Katzen. Du weißt, wie es läuft. Ruin der alten Meister. Monster besiegen. Level 50. Na ja, toll. Wollt ihr mich rollen? Alter, was zum Geier ist denn hier falsch? Arschloch. Geh weg. Danke. Da muss man nur mal ein bisschen lauter werden, ne? Du alter Popo. Alter, diese Biester. Mist, der war dumm. Mit ein bisschen Glück. Da bin ich schon in die Tasse angekommen. Mit ein bisschen Glück, ja, klappt das irgendwie. Hallo. Alter. Hör mal mit der Scheiße auf, Alter. Kann ich die schon öffnen? Ah, wir können sie schon öffnen. Also mal so vorschnell. Samurai-Klinge? Die Samurai, das Samurai-Katana mit 60 Schaden. Das haut drin, ne? Wollt ihr mich rollen? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, ey, ihr Penner. Hallo? Diese Viecher. Was haben wir da drin? Bestimmt wieder Müll. Die Kettenklinge auf Level 39. Kettenklinge Level 39 hier, ne? Also, Kumpels. Löwenkopf Level 35. Macht viel mehr Schaden. Und ja, ich will jetzt Schaden haben. Hey! Hahaha! Geräumt! Lass uns nach draußen gehen, schnell! Hier war ja keine Dings drin, keine weitere. Mach dich für eine Aufzeichnung bereit! Drachenblut entdeckt, Spielzugang 4729. Ist das Drakos? Meister Aelius wurde betrogen. Sie haben Meister Aelius in die Nulldimension gesperrt. Wie können wir ihn retten? Macht. Wir werden mehr Macht brauchen. Vielleicht bist du schon mächtig genug. Drakos ist also auch ein Drachenblut. Oh, das wussten wir da aber schon. Things we already know. Das war die letzte Aufzeichnung. Großpfoter gibt dir ein paar leuchtende Fragmente. Drachenscherben, deshalb kamen wir hierher. Bring sie zu Kit Kat, um eine besondere Waffe daraus zu machen. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Okay. Wow, 17.000 XP. Nächstes Level. Läuft.